Let's fucking do it! Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur«. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. Finster und stolz. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Aber die ist auch ganz wild im Bett, ne? Holy shit. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Alles Mama gut, will sich Rose. Nicht erinnern. Ich verstehe es ja. Vor allem, was mir gerade mal aufgefallen ist, er trägt in der Bude, trägt er einfach mal eine Jacke. Nichts. Ich bringe sie ins Bett. Doch, ich habe was gesagt. Ich trage gerade in der Bude, trage ich gerade eine Jacke. Ich habe doch gesagt, sie ist kalt. Wir gehen erstmal zu Mia. Ja, so heißt nämlich die Gute. Mal gucken. Ja. Baby ist ja jetzt da. Ich denke, es ist genug Zeit vergangen. Jetzt können wir das nächste machen. Let's do it. Halt dich besser fern von mir, wenn ich koche, Schatz. Moment, nochmal mit Anlauf. Hey, was soll das werden, Mister? Na, weiß ganz genau, was das werden soll. Okay. Okay, vor allem, die ist dann noch fröhlich am Kochen. Hier ist doch schon übelst viel Essen am Stehen, oder nicht? Wobei, hier ist noch nichts, aber hier haben wir Brot. Ey, wie viel soll man hier essen? Hier haben wir Brot plus irgendwie Dips. Dann haben wir hier noch mehr Brot plus noch mehr Dips plus hier nochmal Fleisch. Holla die Waldfee, Freunde. Holla die Waldfee. So, wir gucken uns nochmal um. Ja, ich weiß, das kennen wir eigentlich alle schon, aber viele Leute, die es eventuell noch nicht kennen, damit sie es kennenlernen können, in Gänze.
Rose Menü Februar, 6.2. Reiszerealien. Das ist auch ein super Wort. Bananenmus, 7.2. Süßkartoffelbrei, Rahmspinat. Ethan, wehe du tust ihr Zucker oder Honig ins Essen. Und keine Pilze. Das ist halt so lustig, wenn man halt schon weiß, wie es ausgeht. Ja, keine Pilze. Ja, Ethan ist nicht eingeladen. Sorry, was? Das ja, Zeug dafür brauchen wir überhaupt nicht. Mia kocht alles selbst. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Pilze sind gesund, Pilze sind super. Außer Schimmelpilz. Das könnte ein bisschen doof kommen. Wobei ja die Erfindung von Penicillin ja auf Schimmelpilz beruht. Weiter 2.2.2021. Rhodes Sechsmonatiges. Nicht mehr lang und sie wird ein Jahr. Kinder werden so schnell groß. Auf Käse ist auch lass Schimmelpilz. Käse ist, glaube ich, Edelschimmel. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja, es gibt unterschiedliche Schimmelsorten und das ist Edelschimmel. Bei Käse. Ja, die genaue Herstellung wurde mir schon mal erklärt. Powered bei meinem Bruder. Aber ich kann mich nicht mehr genau dran entsinnen. Okay, hier war alles leer, ne? Oh Gott. Ey, for real. Holy shit, wer hat leere Schubladen? Irgendwas Kleinkram Technisches wird man immer drin haben. Immer. Always. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Nochmal, Bäuerchen. Und Python auch dir einen wunderschönen guten Tag. Deine Mama und ich lieben dieses Lied. Ja, wir gehen immer voll drauf ab. Aufpassen. Nicht ganz. Nicht ganz. Ja, das Lied ist ein bisschen zu schnell dafür. Oh boy. Gab es eigentlich hinten noch irgendwas? Chris, bitte beruhigen Sie sich. Everything is just fine. Everything. Alter, so ein. Wobei, also der Sessel passt wunderbar zu dem Teppich irgendwie, ne? Ja, zumindest vom Muster her. Wahrscheinlich ähnliches Muster. Gibt es sonst noch ein paar Schmuddelfilme? Nee. Gibt doch Bücher. Bücher, Freunde. Wozu habe ich denn eigentlich noch? Wer Zeit, dass back ich to the sorge. Basics, alright. So, was gab's jetzt hier nochmal Schönes drin? Ah. Ja, so ungefähr sah mein Kinderzimmer aus. Nicht ganz so sauber. Gebe ich zu, aber ähnlich. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Ja, bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Oh, guck mal, hier direkt den Koffer. Ja, für den Fall der Fälle. Falls in der Beziehung was schief läuft, Koffer packen, Koffer schnappen und sofort weg. Interessantes Game, ja, ne? Ist eine Trophäe? Was? Ach so, mit dem Ball. Ach so, ja, gut, das haben wir ja schon. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalwey geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dalwey, Louisiana im Jahr 2017 wurden am 18. diesen Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack B., 57, und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia W. sollen sich zur Zeit des Unglücks zwei weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Nein. Tun wir nicht. Tun wir nicht. Wir erinnern uns definitiv nicht dran. Wobei, da kriegt man auch wieder direkt Bock auf den 7. Teil, ne? Oh boy, wir spielen einfach jetzt nur noch Resident Evil rauf und runter. Rauf und runter von. Ich sag euch so, wie es ist. Safety first. Erstmal noch eine duschen. Oh Gott. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Visage, ne? Wenn jetzt hier. Oh. Hat hier kurz vorher jemand geduscht? Oder warum ist hier so hohe Luftfeuchtigkeit? Das ist doch Wasser am Glas, oder nicht? Oder ist das von draußen? Nee, das ist von innen. Hat sich gerade vorher jemand geduscht? Oder ist es einfach Wasser, was aus dem Klo hochgestiegen ist? Das kann auch möglich sein. Warum ist da bitte schon der Klodeckel oben? Hier sind zwei Damen im Haushalt. Naja, muss man, glaube ich, nicht wissen. Aber zumindest verhältnismäßig geräumige Dusche passt schon. Mias Medizin. Seit dem Vorfall muss sie sich an eine strikte Diät halten. Nur dann. Na, ist schon ordentlich fett geworden, die Alte. Was? Kälte von draußen? Glaubst du? Pass da, meine Kleine.
Ich bin so charmant, oder? Oh ja. Richtig charmant. So, gehen wir hier rein. Na, 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 Chris, bitte beruhigen Sie sich. Es war doch nur ein Spaß. Ach, guck mal, Tasse. Aber keine Tittentasse, Freunde. Also lange nicht so cool wie meine. Lange nicht so cool. Ich hoffe, die kacken mir jetzt nicht auf den Arm. Okay, wir gucken hier mal kurz weiter. 6.2.2021, Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ist das ein Tagebuch? Ich glaube schon, oder? Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gerne darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen mehr umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Okay. Okay. Sieht schon süß aus, oder? Er sieht schon süß aus, die Kleine. Sollte man nicht fallen lassen. Wäre vielleicht schlecht. Name Rosemary Winters. Geburtsdatum 2.8.2020. Größe 62,3 cm. Gewicht 6,57 kg. Hä? Ach so, nee, das war jetzt nicht direkt nach der Geburt, Freunde. Ja, nicht denken, dass das schon nach der Geburt ist, weil dann wäre schon ein richtiger Kavenzmann. Normalerweise, glaube ich, wiegen doch Kinder so zwischen 3 und 4 Kilogramm, oder? So Pi mal Daumen. Irgendwie so. Das war aber scheinbar schon ein bisschen was später. Wie ist Ratat? Ja, ich muss kurz überlegen. Aber ich stehe der Untersuchung, Hör- und Sehvermögen, das wird ja zwangsweise nicht direkt nach der Geburt gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten. Kind ist bei sehr guter Gesundheit. Sonstige Bemerkung, Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Applefeld Memorial Krankenhaus. Wisst ihr Bescheid? Kommt der Baby auf die Welt, liegt sein Gewicht zwischen 3300 und 3500 Gramm. Ein Gewicht zwischen 2800 und 4200 Gramm gilt als normal. Das Gewicht eines Babys wird immer im Verhältnis zu seiner Körpergröße betrachtet. Habe 4,7 Kilogramm gewogen. Ach so, ein fettes Kind. Okay. Kein Grund zur Sorge. Kein Grund zur Sorge. Ja, hier haben wir noch ein paar schöne Bilder. Können wir uns auch mal kurz angucken. Ja. Das Kuscheltier im Sessel. Bitte beruhigen Sie sich. Ach, das Äffchen, yes. Jetzt hätte einfach mal so random so ein Foto kommen müssen von der Geburt selbst, wo man sie von unten einmal fotografieren. Einfach random. So heftig. Okay, never mind. Das geht vielleicht auch schon sehr in die Privatsphäre und das Spiel wäre dann wahrscheinlich dann in Deutschland nicht erlaubt oder so. Ich weiß es nicht. Gibt bestimmt irgendeine Mod, wo es genau dann so ein Bild gibt. Wie bei, ich glaube, was du meintest, war eher Outlast 2, wo man da die Muschmusch sieht. Okay, wir sind durch, Freunde. Wir sind durch. Happy Family, Happy Baby. Und was ich halt auch extrem süß finde, also mal ganz davon ab hier mit der Sonnenbrille, finde ich eigentlich hier diesen Onesie, diesen Affen-Onesie, passend zu ihren 2 Affenfreunden. Wir müssen Hallo sagen, ja bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Komm mal hier, guck. Guck da. Gucke. Da. Oh, hallo, Klaus. Schon ein bisschen verstörend, oder? Machst du halt auch nicht. Zeit fürs Bett. Ja, Ethan ist schon wieder müde. Ja, leg das Kind einfach hin und leg dich hin. Wieso sind das 2 Affen? Das ist eine ganze Affen-Family. Ja, alle guten Dinge sind 3, die Regel der 3. Deswegen hat sie auch noch einen Affen-Onesie. Dann, wenn sie daneben sitzt, findest du 3 Affen. Machst du Bescheid. Ja. Wie die Mutter so das Kind. Ja, die Rose mag Affen, die Mutter mag Bananen. Überlebende an der Waffe, Handhabung schwerer Geschütze. Ich weiß, was ich gesehen habe. In Kampfsituationen.
von Joseph Kendo. Wisst ihr Bescheid? Now you know. Darf deine Mama nicht warten lassen. Wütend ist sie zum Fürchten. Ich dachte Würste. Ja, ich meine, Bananen sind ja nichts anderes als eingepackte Würste. Die ein bisschen anders schmecken. Und ein bisschen anders gefärbt sind. Also, die Ähnlichkeit ist verblüffend. So, legen wir sie mal hier rein. Oder, warte mal, habe ich hier noch was? So. Die Sachen, die Rose morgen anziehen soll. Mir wurden, wobei ich weiß nicht, als ich so klein war, ob mir da Sachen zurechtgelegt wurden, aber später definitiv nicht mehr. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Mädels, jetzt aber hier nicht alle Muttergefühle bekommen, ja? Ihr müsst jetzt hier eure Zyklen nicht synchronisieren. Also alles tut ihm. Ja, würde auch rein theoretisch hier nochmal einen Erfolg geben. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die würde in Third Person... No! Tor, also zum einen, ja, Tor getroffen. Aber normalerweise sollte man den Ball irgendwie die Treppe runterkicken und das wäre ein Erfolg. Ja, und das geht natürlich jetzt nicht. Typisch Riss. Ja, das würde tatsächlich in Third Person jetzt ein bisschen leichter gehen. Ein bisschen. Und Patricia auch. Ja, verkackt auf jeden Fall. Und Patricia auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Ihr dürft übrigens gerne neue Leute immer gerne dazu anhalten, auch mit zu liken. Ganz, ganz wichtig. Ja, nervt die so richtig, damit sie sich so richtig unwohl fühlen. The fuck? Wer hat die denn wieder zugemacht? Ich habe die doch vorhin aufgemacht. Irgendjemand hat die wieder zugemacht, oder? Holy shit. Irgendjemand geht ja durchs Haus und macht die Schubladen wieder zu. Okay, wir gucken noch ein bisschen Fernsehen. Ach, ich kann nichts anderes gucken. Ich kann nicht mal umschalten. Okay, wir machen jetzt ein bisschen Public Viewing. Ja, ich habe gehört, ihr steht also ein bisschen auf Anime. Wisst ihr Bescheid? Poltergeist, yes. Liken, Leute, liken. Sehr schön, Mary. Oh, super, super. The fuck. Und hier drüber zu laufen und dann falsch da drauf zu kommen, holy shit. Ich glaube, dann würde mir auch so ein bisschen das Lächeln aus dem Gesicht entgleisen, glaube ich. Hat eine Ewigkeit gedauert, diese Tücher zu finden. Ja, weil Tücher ist... Die kriegt man nicht so schnell. Ja, das ist ganz wichtig. Das sind wahrscheinlich Feuchttücher. So Feuchttücher. Wer von euch benutzt so Feuchttücher zum also nach dem Klogang? Für nach dem Pupen? Nach dem Großgehen? Wer von euch benutzt da nasses, feuchtes Toilettenpapier? Feuchttücher dürfen nicht ins Klo. Nutzt du Klopapier mit Wasser? Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir ist nämlich auch direkt daneben ist das Waschbecken. Ja, dann mache ich meistens mal ein bisschen Klopapier und mache ich ganz, ganz fix unter Dingens und dann habe ich auch nasses. Easy. Ich nehme Blätter aus dem Wald, das ist natürlich immer das Beste. Das ist immer das Beste. So, Jazz-Alben, die man in jungen Jahren niemals zu schätzen wusste. Und jetzt auch nicht, aber man hat sie trotzdem und man will sie nicht wegschmeißen, weil hat ja Geld gekostet. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt, da haben wir was auf dem Teller. Ja, also wir haben einen vollen Teller, plus Brot, plus Dip. Hier haben wir noch, oh shit, hier haben wir nochmal Brot, nochmal was da auf dem Teller. Und jetzt kommt sie nochmal mit was an. Ja, sie schläft holy shit. Wie ein Baby. Ja, das ist ein Thema, in der Beziehung, in der Ehe wird man gut. Fett. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Bitte beruhigen Sie sich. Ich brauche Whisky. Du musst wirklich aufhören, oder dich rum zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose... Ja, wir jetzt sind alle hier. Wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Du hast da was. Die Mücken hier sind aber auch richtig aggressiv, ne? Richtig aggressiv. Oh. Mia!
Die Mücke hat ihre Freunde mitgebracht. Mir, oh Gott. Richtig große Mücken, yes. Chris? Oh, hi Chris. Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Und at Evil Pain einfach nur auf den Bildschirm klicken, wenn du es quasi senkrecht hast, dein Handy. Dann kannst du auf TikTok liken. Geht aber nur auf dem Handy. Also ich wüsste nicht, wie es auf dem Browser geht. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Alter, das nehme ich dem übel. Rose. Schaff den hier raus. Ja, Frauen zieht man übrigens so nicht, vor allem nicht auf sandigem Untergrund. Ja, die zieht man immer an den Haaren. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin. Hat die Ergebnisse. Hey. Dankeschön. Positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Ich finde die Hausschuhe einfach so genial von ihr, ne? Mist. Er trägt normale Straßenschuhe, sie trägt Hausschuhe. Und die sind einfach nur hammermäßig. Das Kind ist nicht von dir? Possible, possible. In der Theorie... Und danke für die Geschenke. Dankeschön, dankeschön. In der Theorie könnte ja Ethan tatsächlich sagen, er hätte einen Schimmelpimmel. Könnte er sagen. Würde passen. Ihr werdet später herausfinden, warum. Oder wisst es eventuell sogar schon. Oh Mann. Wir brauchen Zeit. Wie ist Ihr Status? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Alle Fangirls und Boys? Scheiße, was ist ja, passiert? Ja, bitte beruhigen Sie sich. Entweder das, ja, oder ich heiz sie mal so richtig an. Kann auch möglich sein. Kann auch möglich sein. Und barfuß bei dem Wetter, ich glaube, jeder macht das. Ich glaube tatsächlich, dass Ethan wahrscheinlich wusste, dass sowas passiert. Deswegen war er schon komplett in Straßenklamotten, war er schon quasi ausgehfertig. Oder rausschleppfertig, vielleicht wohl eher. So, das ist nicht mehr zu gebrauchen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Missionsziele. Ziel, eliminieren, Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Offiziere? Sehr gut. Sehr gut, Freunde. Oh, ganz im Ernst, diese kleinen Details, ja, ich mag sie wirklich. Diese kleinen Details. Habt ihr schon mal ein Auto gehört, was gerade abgestellt wurde? Also jetzt kein Tesla, so E-Auto-mäßig, sondern ein ganz normales Auto, Benziner. Ja, wenn der so ein bisschen gefahren ist und ausgemacht wurde, am besten noch bei Kälte, da hört man auch genau das Geräusch. Hört ihr das?
Ich glaube, wahrscheinlich, weil sich das Metall irgendwie so ein bisschen wieder zurück zusammenzieht oder so. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Auf jeden Fall kennt man das Geräusch, das ist ja, glaube ich, sehr, sehr gut. Und selbst das haben die mit reingebracht. Oh. So gut. So gut. So, wir laufen erstmal ein bisschen durch den Schnee. Ja, können hier gleich nochmal Schneeengel machen oder unseren Namen reinpinkeln. Das zum Beispiel ist auch so eine Sache, da haben Männer definitiv den Vorteil. Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr einfach mal Bescheid? Weil woher weiß denn jetzt der liebe Ethan, wo er lang muss? Hier ist ja kein Schild von wegen, gehe hier lang und finde Rose. In der Theorie würde ich ja zurückgehen, um erstmal nach Hause zu finden, um von da aus eventuell dann, ne? I don't know. Gelber Schnee, ja. Tipp des Tages, ist kein gelben Schnee. Ja. Ist der Bescheid. Und, Do-Freak. Soll es Dortmund-Freak heißen? Auch dir einen wunderschönen guten Tag. Nicht, nee. Bitte nicht essen. Nicht essen, Freunde. Ja, das kann man gut essen. Also natürlich nicht, wenn man Vegetarier oder Vegan ist. Ja, aber für alle anderen sind der eh schon tot. Ja. Die sind jetzt schon eh schon tot. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Dortmund Freak. Sehr gut erkannt. Siehste, warst du Buschwahl. Ich hab mal für knapp 5 Jahre in Dortmund gelebt, deswegen. Ich kenne mich aus, ja. Ich erkenne Dortmunder. Zumindest will ich mir das gerne einreden. Oh Gott. Warum stöhnt der? Ich hab grad voll auf den Arsch geguckt, ne? Voll auf den Arsch geguckt! Kann auch doch. Ja. Es kann sein, aber im Normalfall eher weniger. Wir spielen gerade auf Veteranen. Ich glaube, das werde ich so hardcore-mäßig. Das wird mir so heftig auf die Füße und dementsprechend auf meine Penisspitze fallen. Ihr werdet es gar nicht glauben. Der war auch gut, oder? Oh, war der gut. Oh, war der gut. So, hier glaube ich war nichts drin, ne? Hier war nichts. Okay. Ja, nur ein bisschen was fürs Schlafzimmer oder halt, wenn man Pferde hat. Vielleicht auch sowas. Vielleicht auch für beides. Kann man vielleicht multifunktional einsetzen. Multifunktional. So, gehen wir mal weiter. Haben wir noch Schönes? Vor allem, warum sehe ich hier so wenig? Das ist irgendwie... Habe ich hier eine Taschenlampe? Ich glaube schon, ne? Aber die hat irgendwie nicht so wirklich die Power. Toll. Toll. Okay. Wir gehen weiter, Freunde. Das möchte ich mir gar nicht erst mit angucken. So, liebe Bea, jetzt mal kurz einmal weggucken, ja? Ansonsten würdest du das sehen! Okay, der ist aber, glaube ich, nicht echt. Ich glaube, der ist wirklich tatsächlich aus Holz geschnitzt. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Oder... Keine Ahnung, vielleicht wurde auch einfach ein Fuchs abgeknallt und dann ausgestopft. Kann auch möglich sein. Hä? Weiß ich gerade... Nee, ich bin immer noch offen. Okay, alles cool. Alles cool. Ansonsten haben wir hier nicht viel. Außer das Bild. Und auf dem Bild sehen wir... Oh, guck mal, hier mit dem Heiligenschein. Fuchsi, ja. Yeah. Oh Gott. Das war ich nicht. Das lag schon die ganze Zeit so. Mensch, ist das hier dreckig. Vor allem, was ist denn hier passiert, dass hier übelst viel Blut an dem Schrank ist? Ist hier irgendjemand hergelaufen? Schon halb am Bluten? Deswegen ist wahrscheinlich auch hier überall Blut. Wollte sich hier im Schrank verstecken und hat es nicht mehr in den Schrank geschafft? Wobei hier im Schrank sind ja auch noch Blutflecken. Das heißt, irgendjemand ist scheinbar in den Schrank reingegangen, hat dann nochmal so ein bisschen hier das Blut verwischt und wollte sich wahrscheinlich dann mit der Bürste irgendwie sauber machen. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Effektiv weiß ich es natürlich nicht. Sachbeschädigung, Anzeige ist raus. Beruhigen Sie sich. Ich war niemals hier. Vor allem, wenn du gerade das schon als Sachbeschädigung siehst, was soll denn das sein? Aber dann... Da bin ich halt absolut nicht kausal für, ne? Das ist voll nicht mein Problem. Und ich bin auch gleich hier weg, dann weiß noch nicht mal jemand, dass ich hier war oder so. Something like that. Vor allem der Fuchs, der ist jetzt näher gekommen, oder? Der war doch gerade nicht so nah. Der war doch gerade da hinten. Oder? Ist der näher gekommen? Hey, bist du näher?
Nee, der war doch definitiv gerade nicht so nah. Komm, jetzt können wir ihn so richtig nah gucken. Yes! Bitte beruhigen Sie sich. Ich darf mein Getränk nicht warm werden lassen. Und mein Kaffee nicht kalt werden lassen. Es ist so ein Zwiespalt, ne? Ich muss ja gerade echt süppeln wie eine Kuh in der Theorie. Wie war deine Reaktion zu Chris Redfield gewesen am Anfang? Sieht fast so geil aus wie ich. Das war so ein bisschen mein erster Gedanke. Aber auch nur fast. Das ist Resident Evil 8. Chris, der Uhu ist umgekippt, deswegen ist der Fuchs vorne. Ist er draufgefallen und hat ihn... Achso, na gut, das kann möglich sein. Das kann durchaus möglich sein. Und auch hier nochmal. Ja, jeder fucking normal denkende Mensch wird sich denken so, fuck off, ich tritt einfach gegen den Schrank, ja, und der kippt dann um und dann kann ich da drüber steigen. Aber nein, Ethan Winters denkt sich so, ah, da unten ist Blut, geil. Ich stehe auf Blut, deswegen erstmal richtig schön da rein. Mit der Zunge. Oh. I like that. Oh ja, jetzt nochmal die Hand sauber lecken. Come on, do it. Oh. Wie ist das passiert? Ja, Freunde, falls ihr in irgendeiner Form, ja, leichte, positive Schwingungen in meine Richtung hattet, ja, dass ihr sagt so, boah, der ist voll süß, den möchte ich mal kennenlernen, ja, dann überlegt euch das genau. Ja, meine ganzen Kommentare, Reaktionen und Co. können eventuell Schlussfolgerungen bieten auf meine Fetische. Ja, denn bei mir ist es, glaube ich, cleverer zu fragen. Es ist nicht so clever zu fragen, welchen Fetisch ich habe, sondern eher, welchen ich nicht habe. Wisst ihr einfach mal Bescheid. Rennen wir gerade? Doppelbrrr. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, Doppelbro heißt quasi, nimm mich und mach mit mir, egal was du willst. Bis 19 Uhr nicht voll ist, machst du nur bis Bro, oder? Guck mal. Mal schauen. Aber erstmal geht's Richtung Hogwarts. You're a wizard, Ethan. I'm a what? Es sieht halt so heftig aus. Also es könnte echt Hogwarts sein, ne? Wir spielen gerade Hogwarts Legacy, das weiß nur keiner. Ja, Hogwarts Legacy, die FSK 18-Variante. Wisst ihr einfach mal Bescheid. Irgendwie so. Hogwarts Aftermath, yes. Hogwarts Apocalypse. Oh, das wäre auch ganz cool, oder? Das ist ein bisschen rutschen. So, jetzt stellt sich die Frage aller Fragen. Haben wir jetzt schon eine Waffe? Nee, haben wir nicht. Wir sind komplett blank. Komplett blank. Das Einzige, was möglich sein könnte, dass wir später unendlich Munition hätten, weil das wir es schon als Boni nicht ausgestellt haben. Aber ansonsten haben wir wirklich gerade gar nichts. Ja, nichts aus den vorherigen Runs oder ähnliches. Wir haben hier nur... Wie nennen wir ihn? Ich glaube, wir haben hier schon 20 Mal einen Namen gegeben und immer war es ein anderer. Friedrich? Fridolin? Ich weiß es nicht. Lasagne. Immer Lasagne für Notfall. DLC kommt danach. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Also mein Hogwarts sieht anders aus. Dein Hogwarts. Möchtest du mir mal deinen Hogwarts zeigen? War mega harte Platin. Also gut, ich habe es jetzt nicht auf Konsole. Aber ich habe es auch auf 100% bei PC. Möchte ich nur mal kurz gesagt haben. Ah, also. Und das sind echt verdammt große Eier. Das auch nur so nebenbei. Boah, 100%, was ich für Tränen vergossen habe. Ja, aber du bist halt auch nicht ganz so krass wie ich. Ja. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich in einem Rutsch durchgemacht. In einem Rutsch. Kein Kommentar, Chris? Okay. Ich weiß Bescheid. I know what kein Kommentar means in this situation. Bitte beruhigen Sie sich. Ja. Mach weiter. Okay. Ah, okay. Ich sehe, wir verstehen uns. Vielleicht ist es auch das Disney-Schloss. Ja, könnte möglich sein. Vielleicht so bei Sonnenuntergang gibt es dann so ein Feuerwerk-Session. Das wäre tatsächlich echt ganz cool. Aber leider kommen wir, wenn wir die
die liebe Dimitrescu fertig haben, nicht mehr da rein. Das finde ich tatsächlich echt schade, muss ich sagen. Das heißt, wir müssen den ersten Abschnitt müssen wir genießen, wo wir noch im Schloss sind. Ja. Müssen wir genießen. So, was steht hier drauf? Hausbesitzer vermisst! Bis auf weiteres kein Zutritt. Okay. Now we know. Feuerwerk mit Leichen? Mit ist mir egal. Hauptsache, ich muss es nicht bezahlen. Und es sieht hoffentlich schön, schön aus. So, ab hier können wir nämlich schon ein bisschen mal looten. Die Sache ist bloß die... Okay. Sieht sehr zerbrechlich aus. Okay, hier haben wir schon mal unser krasses Messer, Freunde. Ja, ab jetzt ist das Spiel easy peasy. Ich möchte nur kurz sagen, wir spielen gerade auf Veteran. Wisst ihr Bescheid? Erste Hilfe Arznei. Ich bin echt gespannt. Ich bin so heftig gespannt, wie wir das jetzt hier auf Veteran gut durchspielen. Wahrscheinlich ist das dann so ein Fall. Ihr kommt auf 25.000 Likes und ich habe noch nicht mal Dimitrescu durch, so nach 10 Stunden. Wahrscheinlich so. Oder wir werden vorher schon mal die Schwierigkeit runterschrauben. Das kann man ja Gott sei Dank auch. Sind sie einfach weggelaufen? Ja, schreiend. Mit den Händen in die Luft. Ragend, irgendwie so. Das kaputt machen. Oh, cool. Ah, nee, okay. Okay. Können wir nochmal rausgucken? Das hat alles, also... Das Thema ist... Das sieht halt total rummelig aus, ne? Ich meine, ein paar Sachen sind natürlich jetzt auch... Okay, die haben schon Triebe. Guck mal. Sollten mal gegessen werden. Guck mal, hier haben wir auch Äpfel. Direkt mal die Ikea-Schneider nehmen. Grüße! Holy shit! Nicht schießen! Nicht schießen, hat er schon! Wer schickt sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Ich glaube, sie sind schon da. Nein, wozu denn? Nehmen Sie die hier. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Was ist denn da draußen? Da draußen sind wilde Schwiegermütter. Hey, haben Sie gehört? Hey! Oh, Mann. Was zum? Ich weiß, dass es teilweise schwierig wird. Oh, und danke für dein Abo. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Mr. Workaholic. Dankeschön. Dankeschön. Und danke auch fürs Kompliment mit dem sympathisch sein. Dankeschön. Eine Leiche? Mist. Noch mehr? Wow. Ganz im Ernst, the fuck, das wäre mir auch schon aufgefallen, ohne dass ich mich umdrehe, allein schon durch meinen peripheren Blickwinkel. Nochmal einen ganzen Leichen ablecken. Mm! Ist sie noch warm? Passt wieder nicht. Chris sympathisch, er kennt dich noch nicht so lang. Das ist möglich. Das ist möglich. Das ist möglich. Ja, Celine, das habe ich letztes Mal schon angekündigt gehabt, weiß Bescheid. Oh, ich habe unendlich Munition. Ach, Freunde, okay. Never mind. Es wird trotzdem schwierig, aber es wird nicht ganz so unschaffbar. Wir haben unendlich Munition, das ist schon mal gut. Puh, man. Gottverdammte. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Ja, das war die letzte Gangbang-Party. Die war einfach zu wild. Da hinten sieht man schon noch so eine Schwiegermutter am Bewegen. Seht ihr das? Oh ja. Oh, und hier mal. Oh Gott. Hier haben wir auch noch eine. Ich vergaß. Da kam mal noch was. Da kam mal noch was. Scheiße, was war das? 1:1 Schwiegermutter, aber so heftig, ne? So heftig. Das Problem ist bloß, er ist noch nett als Schwiegermutter, ja? Der beißt bloß die Hand ab. Andere Schwiegermütter würden wahrscheinlich... Oh Gott, hi! Oh. Würden wahrscheinlich die Eier abbeißen, oh Gott. Woo.
Ey, das wird... Ey, holy shit, sehen wir, wie wir aushalten? Weil die fucking Pistole einfach keinen Schaden macht? Das ist ungefähr... Alter, what the fuck? Oh Gott. Alter, what the fuck? Was zum Teufel? Da denkt man sich so, hey Mensch, unendlich Munition. Oh Gott, jetzt mal Licht ausgemacht. Nein, unendlich Munition, easy peasy. Ja, ist es aber nicht, weil das ist genauso, als wenn ich hier unendlich Schneebälle hätte. Oder Wattebäuschen. Das macht denen nicht ganz so viel. Ja, drei Magazine. Puh. Alter. Zu welchen Zeiten streamst du? Im Normal, also derzeit immer dienstags, donnerstags und sonntags um 15.30 Uhr. Ja, ansonsten gibt es ganz, ganz viel Content auf meinem YouTube-Kanal, Instagram, TikTok und Co. Kannst du alles gucken. Du hast unendlich, yes, unendlich Munition. Ja, nicht nur in-game, auch real-life technisch. Wird ständig nachproduziert. Dreierschuss erlebt immer noch. Deswegen, das, also Freunde, falls ihr denkt so, hey Mensch, das, der hat unendlich Munition, das ist super leicht. Er ist fucking Veteran. Ja, ich challenge jeden, der sagt so, hey Mensch, mit unendlich Munition, ist das super easy. Ja, ich challenge jeden, der das Spiel hat und meint, hey Mensch, das ist super easy. Spielt das auf Veteran ohne unendliche Munition, ohne aufgepimpte Waffen, von Anfang an, ja. Und wenn ihr es schafft, natürlich mit Beweis, einfach nur zu sagen, so, ja, habe ich gemacht, reicht nicht, natürlich mit Beweis, dann ziehe ich meinen Hut, den ich nicht aufhabe, aber trotzdem, ihr habt meinen höchsten Respekt. Meine Streams sind teilweise auch auf YouTube, die schneide ich dann zurecht, so Just Chatting, also vorher das Gequatsche, das schneide ich weg und eventuell Pausen so sind auch draußen. Aber ja, im Normalfall landen die Streams auch auf YouTube. So, Bolzenschneider, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ach so, da, Bolzenschneider, ein Werkzeug zum Durchtrennen von Ketten. Oh, good to know. Aber was mit anderen Waffen? Also. Wahrscheinlich auch da. Probably auch da. Naja. Das heißt, es könnte durchaus vielleicht dann nochmal einigermaßen werden. Irgendwie so. Hoffentlich. Hoffentlich. So, was gibt es hier Schönes? Alter, ist das hier ein Kuhstall? Also ganz im Ernst, da hätte ich ja so ein bisschen Probleme, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie so Gummistiefel anhätte, die am besten noch nicht mal mir gehören würden, sondern ganz normale Straßenschuhe, die mir gehören, hätte ich jetzt tierische Probleme, jetzt hier durchzugehen, ja? Würde ich sagen, oh, kriegst du nie wieder sauber. Vor allem ist ja auch teilweise Blut drinne. Hm, hallo? Wobei, eventuell kann man das im Schnee wieder so ein bisschen sauber machen, oder? Im Schnee einfach so ein bisschen durch den Schnee ziehen, die Schuhe, vielleicht werden sie dann ein bisschen sauber. Ja. Mal gut, dass ich da gerade nicht stand. Ansonsten wäre mit den Füßen durch den Schnee so ein bisschen ziehen, nicht, wäre es nicht getan. Nicht richtig sauber, ja, aber zumindest schon mal etwas, ne? Habe ich 5 Tage gebraucht? Holy shit. Ich glaube, beim ersten Durchlauf habe ich es echt auf Standard gemacht. Aber es war auch echt nötig. Pisser! Ich nehme trotzdem ganze Munition mit, weil eventuell brauche ich ja Kohle für irgendwas kaufen. Excuse me? Hä? Das ist eine Leiche. Also, dafür kann mich jetzt keiner wegen Schadensersatz belangen, ja, Freunde. Das war nicht ich. Auch wenn der schon tot ist, ich bin dafür nicht kausal. Excuse me, guys. Excuse me. Ich müsste... Oh, no. Wird gerade richtig voll hier. Ich verstehe meine eigenen Gedanken nicht mehr. Müsst ihr nicht irgendwann ankommen? Hello? Excuse me? Ich habe gerade so ein bisschen Bammel, ne? Ich habe gerade so ein bisschen Bammel. Weil es müsste rein, glaube ich, einer hier irgendwie rein. Reinkommen. Haha, da ist er. Pizza, Pizza, Pizza. Kann ich hier runter? Oh ja, es geht, es geht, es geht, es geht. Alles cool. Komm her, du! Lutscher! Oh Gott, weg, 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 weg! Oh Gott!
Wie geil man sich fühlt, wenn man gewonnen wird fast. Ich heil mich direkt. Alter, ich wurde fast gewone-hitted. Ha! Da ist der Kopf weg, Jung. Okay. Oh. Ja, ist das spaßig. Vorbei? Spaßig. Spaßig, Freunde. Luxusängste, ich bin... Hallo. Wenn noch irgendjemand... Trinkst du eigentlich Alkohol? Derzeit nicht. Derzeit nicht. Heute Morgen ja, derzeit nicht. Na, mein Spaß. Oh, boy. So, komm. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Okay, ich laufe direkt durch. Fuck it. Direkt durchlaufen. So, jetzt müsste es in der Theorie hier eine Strohflinte geben. Sehr schön. Ey, 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 yo, 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 yo. Gut. Strohflinte. Oh, nice. Oh Gott. Woo! Nein. Aber auch unendlich. Nice. Das ist schon mal gut.